mit dem 17. Sieg im 22. Spiel beenden die Salzburger also diesen Grunddurchgang. Und mit dieser Bilanz stehen sie klarerweise am Ende des Grunddurchgangs auch als klare Nummer 1 der Tipico Bundesliga da. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu Dein Verein Red Bull Salzburg. Begrüße Sie gemeinsam mit Manuel Ortlechner. Hallo Manuel. Servus, hi. Ja, beeindruckt bist du eigentlich von dieser Bilanz wieder mal von den Salzburgern, wenn man das bedenkt. 17 Siege in 22 Spielen im Frühjahr, 9 Siege von 10 Spielen. Also ich sage nach so vielen Jahren einer Salzburger Dominanz in der Liga, ist es schwer auch jetzt mich zu beeindrucken, aber sie schaffen es trotzdem Jahr für Jahr wieder. Es gab schon auch eine Liga Rufe, die sagt, ja, heuer ist es nicht die herausragende Saison. Ich bin der Meinung, dass man wieder eine grandiose Saison spielt und dass der Weg dann noch nicht wieder über sie führen wird. Also alles ganz normal. Muss eigentlich alles bemalen. Am Wochenende gab es gegen den Rivalen, gegen den LASK, diesen 1:0-Sieg, ein knapper Sieg, aber wie verdient war er wirklich? Gute Frage, weil es war doch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, wohl auch der LASK phasenweise sogar mehr Anteile hatte am Spiel als wie die Salzburger. Auch nicht untypisch, wie ich finde. Der LASK hat sich brutal viel vorgenommen. Sie haben auch gewusst, das ist auch eine der letzten Chancen vielleicht, dass man auch näher ranrückt. Trotzdem haben wir die letzten 5 Spieler, die Salzburger, das wirklich auch für sich auch entscheiden können. Irgendwie liegt der LASK ihnen, aber es gibt ja heuer noch 3 Aufeinandertreffen. Ja, schauen wir uns gleich den einzigen Treffer in dieser Partie an von Patson Daka. Und vorangegangen ist im Ganzen ein Fehler von Andrade, der den Ball nicht aus der Gefahrenzone weit genug wegschlagen kann und dann clever gemacht, sehr gut gemacht von Patson Daka. Der stiehlt sich da in den Rücken von Trauner. Genau, also ich kann mich ganz gut in die Lage auch vom Trauner reinversetzen, natürlich auch, weil ich jahrelang selber auch Innenverteidiger war. Aber Patson Daka, da merkt man schon auch, was der für einen Riecher hat. Der stiehlt sich dann eigentlich vorhin noch rein und spritzt da rein und auch der Abschluss war eigentlich hervorragend. Ich glaube auch, die Torjägerkrone wird auch eher nur über seinen Weg laufen. Es wird ihm auch schwierig sein, das abstrittig zu machen. Ja, seine Bilanz, 12 Tore im Frühjahr, 6 Spiele in Serie hat er getroffen. Insgesamt 20 Tore bisher gemacht. So definiert man einen Lauf, würde ich sagen. Ja, schon. Er hatte auch Phasen, wo es nicht so lief. Er ist, glaube ich, schon auch jemand, der sehr gerne auch nachdenkt, viele Dinge auch hinterfragt. Aber momentan, glaube ich, ist er in einer Form und Konstitution, wo es natürlich auch schwierig wird. Und das weiß auch ein Christoph Freund, dass man auch, wenn jemand so einen Laufer bei Salzburg, dann spielt es natürlich nicht nur in die nationale Auslage, sondern auch in die internationale Auslage. Ist man auch gewohnt bei Salzburg, oder? Richtig. Das weiß man auch natürlich dort. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere schon wieder dahinter scharrt und eher seinen Platz einnehmen will. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir einen Patson Daka auch noch im Sommer in Österreich sehen werden. Ja, könnte man sagen, was wäre Salzburg in diesem Grunddurchgang gewesen ohne Patson Daka oder wäre dann einfach so wie es immer ist, ein anderer da gewesen bei den Salzburgern? Ja, eher schon natürlich. Einer seiner Teamkollegen, ein Seko Keuter zum Beispiel, der auch eine hervorragende Saison spielt, ist ja noch außen vor. Ich glaube, das wäre so der erste Kandidat gewesen, der vielleicht auch die Torjägerkrone strittig machen könnte, aber der wird nicht mehr eingreifen können, nicht wirklich in das Rennen. Das ist aber wiederum jemand, den man auch halten wird können über Sommer hinaus. Auch sehr wichtig, wie ich finde, der entwickelt sich auch großartig. Für ihn ist sicher eine große Karriere vorprogrammiert. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, Patson Daka sicher mitverantwortlich auch dafür, dass die Salzburger eben da oben stehen, wo sie stehen. Wir blicken mal auf die Tabelle am Ende des Grunddurchgangs und sehen, wie gesagt, 7 Punkte Vorsprung auf Rapid. 10 sind es auf den LASK. Und wenn wir jetzt in die Meistergruppe sehen mit der Punkteteilung, dann sehen wir auch also 4 Punkte auf Rapid und 5 auf den LASK. Wie viel Gefahr strahlt da die Konkurrenz für dich noch aus oder ist das Thema erledigt? Na, erledigt ist sicher noch nicht. Die Rapidler spielen eigentlich auch eine sehr stabile Saison. Aber erledigt ist eigentlich am Ende erst so wirklich für die Salzburg. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Aber ich glaube, Salzburg wird sie durchsetzen. Sie sind auch auf der Hut. Ihre Leistungen, denke ich, zeigen, dass sie auch eine gewisse Stabilität gefunden haben. Ich denke an die Winterpause, wo der Fokus auch mehr auf die Defensive war. Dann hat man, glaube ich, 3-4 Spiele überhaupt ohne Gegentreffer dann absolviert. Und damit hat man es absolut wieder in die Spur reingefunden und konnte sie wieder einen feinen Polster eigentlich herausspielen. Ja, und Jesse Marsch, der sagt auch, wir müssen weiter konzentriert bleiben. Ja, ich glaube, es ist eine gute Saison gespielt bis jetzt. Ja, aber die Meisterrunde ist immer der wichtigste Teil von unserer Saison. So bin ich sehr zufrieden, besonders nach der Winterpause, mit unserer Mentalität, was wir haben gemacht, wie haben wir gespielt. Aber kommt nach der Länderspielpause der wichtigste Moment. Wir können zufrieden jetzt sein und ja, wir haben ein bisschen Pause für ein paar Spieler und Trainerstab und alles, aber wir müssen ganz bereit, ganz bereit sein für viele Kämpfe und wichtige Spiele kommt April und Mai.
Also ganz, ganz, ganz bereit sein. Aber so wie wir die Salzburger kennen, Manuel, die sind ja immer hungrig. Besteht da irgendwie die Gefahr, dass da sich der Schlendrian einschleicht? Na, ich sehe da wenig Gefahr. Und außerdem, bei aller Sympathie zu ihm, der kann schon auch laut und unangenehm werden. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Die Mannschaft streut ohnehin einen sehr, sehr hohen Teamgeist auf mich auch aus. Ich habe auch mit Slatte vor 2 Wochen plaudert, wie ich das Spiel gegen die Admirako kommentiert habe nach dem Spiel. War auch interessant zu hören, wie er so diverse Personen auch sieht bei Salzburg. Also er sagt so, er fühlt sich pudelwohl, da kannst du auch wirklich auch in so einem fortgeschrittenen Alter nur Top-Leistungen abliefern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein Einbruch jetzt im Frühjahr noch kommt. Ja, bereits gewesen wäre auch Zizan Stankovic, und zwar für das Nationalteam. Aber es gab leider keine Einladung von Franco Foda. Er war richtig sauer, hat das auch laut herausgesagt in einem Interview. Auch sein Trainer hat gemeint, er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass Zizan Stankovic nicht einberufen wurde. Gestern gab es kein Interview von Zizan Stankovic. Welche Antwort hat er auf den Platz gegeben für dich, ja, Manuel? Ich kann es verstehen natürlich, dass er einmal nichts mehr sagen will, weil er hundertprozentig angefressen ist. Interessant schon auch, dass man sich zu so einer Mutter Entscheidung eigentlich auch traut, weil es gibt, glaube ich, keinen einzigen Torhüter im aktuellen Kader, der jetzt auf diesem Niveau die letzten Jahre auch gespielt hat. Also mutig von Franco Foda. Naja, er spielt ja doch regelmäßig jetzt auch auf Europa League oder Champions League Niveau, sammelt Titel um Titel ein, und trotzdem kriegt er vielleicht auch nicht die Wertschätzung, die er sich selber auch wünscht. Klar, dass ihm der ganze Verein auch den Rücken stärkt, aber trotzdem auch innerhalb des Vereins wieder auch schon, wie man weiß, wurde auch ein Nachfolger eigentlich oder ein Konkurrent, potenzieller Konkurrent irgendwo auch verpflichtet. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ungetätigt da zusieht, auch wie er sich entwickelt, sondern sie wissen schon auch, na, es wird wahrscheinlich auch einen Konkurrenzkampf brauchen, dass er weiter gute Leistungen bringt. Aber was es auch braucht, ist natürlich Lob und Rückendeckung, und das hat er bekommen von Trainer Jesse Marsch und Kollegen Rasmus Christensen. Zizan hat alle die Reden auf dem Platz gemacht. Ja, und so, er hat super gespielt. Und wieder, ich war sicher vor dem Spiel. Ich habe ihn in der Woche gesehen, wir haben kurz gesprochen. Die Mannschaft hat totale Unterstützung für Zizan in dieser Situation. Und wir glauben alle, dass er ist ein Top-Top-Tormann. Wir haben natürlich Unterstützung für Zizan. Er hat für uns super gespielt. Es ist für mich schwer zum Schauen, warum er ist nicht dabei mit Nationalmannschaft. Aber ich bin natürlich nicht der Nationalmann-Trainer von Österreich. Aber ich verstehe das nicht, weil er ist immer für uns super. Und heute auch ein paar wichtige Situationen. Und Zizan ist immer da. Und wir haben immer ein gutes Gefühl mit Zizan hinten. Und so. Ja, das tut schon gut, wenn man das hört jetzt von den Kollegen, vom Trainer. Das ist Balsam für die Seele, nicht? Ja. Wenn die Psyche ein bisschen angeknackst das ist auf so eine Entscheidung. Das geht sicher runter wie Öl, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass er den zukünftig noch seine Chancen kriegt. Und ich glaube, dieser EM-Zug ist noch immer nicht abgefahren für ihn. Ja, und Zuspruch bekommt er sicher auch vom Tormann-Trainer von Herbert Ilsanker. Und der ist eine Salzburg-Legende, wenn man so will. Irgendwie gefühlt eine Ewigkeit schon dabei als Tormann-Trainer seit 2005. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Orti. Ich kann mir keine Bank ohne Herbert Ilsanker in kurzen Hosen, egal wie kalt es ist, wie frostig es ist, vorstellen. Ja, und ich finde auch optisch hat er sich wenig verändert. Wie gesagt, vor 2 Wochen auch wieder dort war. Er ist ein unglaublich netter Kerl, auch eine Institution im Verein. Ich bin auch sehr froh, dass Vereine sich auch dazu entscheiden, dass sie einfach auch langfristig an Personen glauben. Er liefert eine super Arbeit ab. Also die Torhüter bei Red Bull Salzburg waren in der Regel ja auch immer Nationaltorhüter. Und das soll ja auch so bleiben, wenn ich an Stankovic denke. Ja, und die Salzburger, die sagen ganz bestimmt, Herbert Ilsanker, das ist einer von uns. Der Gedanke irgendwo, dass ich sage jetzt, mir interessiert es nicht mehr oder ich lasse jetzt an oder ich mache was anderes, das war überhaupt noch nicht da. Es macht einen Spaß jeden Tag und ich möchte den Spaß auch weiterleben. Und jeden Tag am Platz stehen mit Hungrigen, mit gestandenen Jungs, und es macht halt jeden Tag einen Spaß. Ja, dass die Ja, ich muss halt alles machen, was ich sage. Das ist einmal gut, weil die Kinder daheim haben das nicht gemacht. Oder die meine zwei Buben, nein, die haben das genauso gemacht. Am Platz, du kannst das fordern, du analysierst Sachen gemeinsam, du gibst wieder Vorgaben vor und dann kommen wieder Rückfragen, warum so und warum nicht anders. Und ja, so Diskussionen und ständig halt mit den Jungs arbeiten. Und das habe ich von klein auf mitgekriegt, arbeiten und ich bin ein Arbeiter. Ja,
Also ein Arbeiter, und das strahlt auch aus, auch diesen Spaß, den er da an der Arbeit hat. Absolut, und ich kann ihn beruhigen, dass Kinder das daheim nicht machen. Was man ihnen sagt, ist nicht nur bei ihm zu Hause so gewesen, sondern ich weiß nicht, wie es bei dir da ist. Wirklich, ich wollte gerade sagen, also bei mir ist das ganz anders. Meine Kinder machen immer das, was ich sage. Bei aber dir nicht. Das finde ich recht interessant. Aber ich finde ihn super sympathisch, er ist schon ewig dabei, er soll ja nur ein paar Jahre so bleiben. Ja, wie viel Spaß werden die Salzburger in dieser Saison noch haben, jetzt einmal in der Meistergruppe? Ja, ich bin einmal gespannt auf die Auslosung, die steht ja jetzt auch an. Also wir wissen ja noch gar nicht, mit wem es dann auch losgeht und wie es dann auch enden wird, weil es kann ja auch sein, und das haben wir die letzten Jahre auch schon immer wieder auch gesehen, dass speziell die letzten zwei, drei Runden halt dann einmal Brisanz auch reinbringen, wenn es vielleicht auch geht, welche Plätze werden wie wo vergeben. Auch jetzt zum Beispiel bei der Entscheidung um die Meistergruppe oder um die Quali-Gruppe war ja eigentlich jetzt in der Konferenz ja Dramatik pur drinnen. Mit jeder Minute haben sie auch die Plätze gewechselt und das könnte uns ja auch passieren, dass vielleicht am Ende hin nur mehr spannend wird, wobei es nicht wirklich glaube. Wir werden sehen. Es ist für den neutralen Zuschauer natürlich super, wenn so ein spannender Fußballabend über die Bühne geht, wie es gestern war. Das steht einmal fix. Na klar, es ist großartig, aber aus Salzburger Sicht, und es ist nicht die Ansage an die Liga, ist, es fällt eine Doppelbelastung grundsätzlich weg für die Salzburger. Das heißt, die können sich jetzt eigentlich die ganze Woche vorbereiten auf die Gegner. Das hat man jetzt schon gemerkt, wenn sie das machen. Es gibt auch wenige Verletzte momentan im Kader. Dann ist es doppelt und dreifach schwer, Punkte zu entführen. Aber wie es geht, hat man jetzt schon auch gesehen. Also der LASK, finde ich, hat seine Aufgabe relativ gut auch erledigt. Haben nochmal die Möglichkeit auch im Cupfinale. Genau, da geht es um Titeln. Das ist auch das Entscheidende für die Salzburger, dass ich am Ende der Saison auch mit Titeln dastehe. Und deswegen glaube ich, wenn wir noch eine spannende Zeit haben, aber unterm Strich werden es doch wieder die Salzburger machen. Ja, wir sind gespannt. Manuel, danke. Sehr gespannt sogar. Danke für deine Einschätzungen, hat Spaß gemacht. Jetzt geht's mal in die Ligapause und ich hoffe, Sie sind danach wieder mit dabei. Würde mich freuen. Bis dahin, alles Liebe.